Frühstück ist fertig. Ja, heute steht eine Wanderung an vom Fenn-Rheinweg oder Rhein-Fennweg. Ich gehe denn hier andersrum. Und heute ist die letzte Etappe, die 9. Etappe ist die letzte von Niederzissen nach Bad Breisig. Schönstes Herbstwetter, bis zu 27 Grad. So, gefrühstückt ist. Jetzt zeige ich euch noch kurz den Stellplatz hier. Ich muss nämlich abbauen. Ja, ganz schönes Plätzchen und da oben geht langsam die Sonne auf. Und hier hat man extra noch für die Rentner einen schönen Bolzplatz errichtet. Oh, der fühlt sich schön weich an. Ne? Ist das nicht schön? Alles hier nur für so einen Stellplatz. Ah, da fährt mein Nachbar. Ciao. Ich befinde mich in Niederzissen am Startpunkt zur letzten Etappe des Rhein-Fennweges. Vom Eifelverein. Ja, im Hintergrund kann man vielleicht die Autobahn sehen. Und links von mir Niederzissen, rechts von mir der Kraterberg. Zuerst mal ein kleines Stückchen bergauf. Ja, besser kann das Wetter nicht sein. Herbstlich. So herbstlich in kurzer Hose. Kleine Spielereien am Wegesrand. Ja. Ich befinde mich jetzt hier und eigentlich soll ich hier rüber und dann nach da, aber ich gehe hier rum. Ja, ich habe vor der Wanderung schon einen Elektroroller in Bad Breisig am Rhein abgestellt, damit ich auch wieder schön zurückkomme. Die Eifelleiter. Das ist unser Wegezeichen. Der Rhein-Fennweg ist der gleiche. Ja, die Eifelleiter ist ungefähr vor 6 Jahren, sage ich jetzt mal, neu erschaffen worden und im Mai war damals die Eröffnung und Ende Mai sind wir mit der Gruppe einmal gewandert. Daher kenne ich den Weg ein bisschen
Aber jetzt gehe ich den andersrum. Vor mir jetzt das Gebirge am Rhein und vor dem Gebirge ist der Rhein jetzt nicht zu erkennen. Ja, jetzt hat man auf 1 Kilometer die Autobahn ganz deutlich gehört und jetzt gehen wir etwas ruhiger weiter. Wir kommen jetzt durch die Ortschaft Walldorf. So, wir sind bereits jenseits der Autobahn und da geht's lang. Ja, Sonntag. Der 1. Oktober, 12 Uhr, man sieht das Dorf Walldorf und man sieht die Autobahn mit dem Stau. Und weiter geht es ein kurzes Stück über Wiesen und Felder. Ich habe etwa 6 Kilometer hinter mir und auf der nächsten Bank wird eine Pause gemacht. Hier trifft man auch mal auf den Rhein-Burgenweg. Ich befinde mich immer noch auf dem Rhein-Fennweg und dem Burgenweg. Ich fand damals den Burgenweg noch etwas schöner wie der Rheinsteig. Und hier ist sie, die Bank. So. Wir haben 7,2 Kilometer und müssen noch 6,6 Kilometer. Ja, ich sitze hier unter Hochspannungsleitungen, da kann man kräftig Energie aufladen. Ja, an diesen Strecken kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Weder den Rhein-Burgensteig noch die Eifelleiter. Ja, hier komme ich ja fast gar nicht durch. Jetzt müsste gleich ein Segelflugplatz kommen. Und Gutshof Mönchheide.
Ja, die Wiese hier hinter dem Busch ist der Segelflugplatz. Hier ist die Seilwinde. Ja. Also hier kann ich mich gut dran erinnern und an diesem Weg zum Gutshof Mönchheide auch. Es sind noch 4 Kilometer. So, wir befinden uns jetzt hier auch irgendwo im Märchenwald. Und eigentlich geht es nur noch bergab. Der Rhein-Fennweg. Von Monschau bis Bad Breisig. Da oben ist die Burg Olbrück und hier unten im Tal Bad Breisig. Und mehr nach links der Rhein. In Serpentinen geht es jetzt runter nach Bad Breisig. Ja, wie war der ganze Rhein-Fennweg? Von Monschau bis Bad Breisig? Ich würde mal sagen, der kann mit dem Eifelsteig ganz gut mithalten. Genauso schön. Für reine Wanderer natürlich. Ja, ich werde da jetzt keine Punkte vergeben und so Sachen. Das ist für Wanderer ein schöner Wanderweg. Und der hat einen schönen Querschnitt durch die Eifel gezeigt. Punkt.